Hallo, wir sind hier auf der TAC 2019 in München. Neben mir sitzt Ali. Vielleicht kannst du dich kurz unseren Zuschauern vorstellen. Ja, ich bin Ali Mohammed Akbarian, kurz Ali gesagt. Ich bin als Business Analyst und Trainer in verschiedenen Branchen unterwegs seit vielen Jahren. Hauptsache im Sinne Business Analyst, in Facharchitektur, Architekturthematiken und Trainings, Softskill-Trainings, Führungskräfteentwicklungstrainings und Business Analysten bilden mit dem Fokus auf Softskill. Ali, du bist langjähriges ISAGOB-Mitglied und auch sehr aktiv im Verein. Du bist auch Sprecher hier auf der TAC und hast hier eine Session, die heißt Das Vertrauen, die Währung für eine erfolgreiche Teamarbeit. Was verbirgt sich dahinter und was ist deine Aussage in dieser Session? Das Thema ist, dass in viele Teams, die gearbeitet werden, wenn kein Vertrauen herrscht, dann bezahlen wir sozusagen eine Steuer. Und wenn Vertrauen herrscht, dann kriegen wir die Zinsen. Das heißt, die Ergebnisse sowohl im Sinne von Qualität als auch Quantität hat unglaubliche Wirkung, wie weit der Vertrauen da herrscht. Und es wäre super, wenn wir in den gesamten Ergebnissen, die wir bringen, auch nicht nur über was denken, sondern auch wie diese Ergebnisse gebracht worden sind. Und vor allem das Thema ist, wenn ich eine Ergebnisbewertung mache, sollte ich auch bewerten, diese Ergebnis, was hat er dazu beigetragen, dass in dem Team Vertrauen aufgebaut sind, ausgebaut sind und wiederhergestellt worden sind. Mein Fokus auch in meinen Trainings und in meinen Vorträgen ist immer, was können wir selber machen? Und deshalb auch heute Fokus ist Selbstvertrauen. Das heißt, wie integer ich bin, welche Absichten ich habe, welche Fähigkeiten habe und welche Ergebnisse bringe. Und darauf gehe ich detailliert ein mit einer Metapher. Und eine tolle Formel, wo ich benutze, ist immer, Vertrauen ist gleich Kompetenz plus Charakter. Und wir wissen praktisch, dass beide komplementär sind. Und darauf gehe ich ein, dass wir vor allem die Architekten, die eine gigantische Aufgabe haben, verschiedene Menschen entlang der Kette von Aufgabenstellung bis zur endgültigen Produktion zusammenbringen, die zu verstehen, dass wir da praktisch die Architekten Impulse mitgeben, dass sie sich damit beschäftigen. Weil es ist klar, wir können niemanden ändern. Jeder kann sich nur selber die Möglichkeiten, die Chancen entdecken und daran arbeiten. Und das ist in meinem Vortrag, dass ich heute Impulse mitgebe, so eine Art Gedanken tanken und danach praktisch sich damit beschäftigen. Wie siehst du denn das Thema Soft Skills im praktischen Alltag von Softwarearchitekten? Du bist auch bei Kunden viel unterwegs, du hältst Workshops, du bist natürlich viel in der Praxis unterwegs. Was ist denn da der Knackpunkt für die Softwarearchitekten? Die Softwarearchitekten müssen viele Menschen entlang von dem Anforderungsmanagement bis zur endgültigen Produktion zusammenbringen. Diese Menschen haben unglaubliche verschiedene Charaktere, verschiedene fachliche Hintergründe, verschiedene Eigenschaften. Und aus meiner Sicht, die wichtigste Eigenschaft sind zwei Sachen. Erstens, aktiv, empathisch und einfühlend zuhören zu können. Weil die Zeiten, dass der Architekt kam da und sagte, ich bin der Besserwisser aller Seiten, das ist vorbei. Wir müssen einfach zuhören können, die Leute mitnehmen können. Und die zweite Sache ist aus meiner Sicht innere Einstellung. Weil aus meiner Sicht alle Methodiken, die existieren, ob Kommunikation, ob Konfliktmanagement, ob Feedback-Thematiken, ob Präsentation sind, die sind gut. Aber wenn meine innere Einstellung zu Themen, zu Menschen nicht stimmt, dann ist weniger als halbe Miete, wenn ich nur mich mit Methodiken beschäftige. Und das ist auch der Fokus, wo ich mein Training, meine entsprechenden Projekte habe, dass ich sage, lass uns gemeinsam schaffen, weil es ist einfach unsere Lebenszeit, weil für mich ist Lebenszeit gleich Arbeitszeit plus Privatzeit und dann können wir gemeinsam Freude haben und natürlich auch die Ergebnisse bringen, die das Unternehmen erwartet. Und deshalb wollte ich auch das Thema Integrität reinbringen wieder, dass ich versuche, alle entlang dieser Kette, was ich erwähnt habe, praktisch gemeinsam zusammenbringen und tatsächlich, wenn Synergie entdeckt wird, und wenn diese Freude da ist, dann macht totale Spaß und dann würde keiner sagen, heute ist wieder Montag, ich muss arbeiten, sondern würde sagen, oh, ich freue mich, es ist wieder Montag, wir können gemeinsam arbeiten.
Hast du den Eindruck, dass Kommunikation und entsprechend dann auch Soft Skills als Thema in den Unternehmen viel stärkere Bedeutung haben in den vergangenen, also jetzt auch bekommen haben in den vergangenen Jahren? Definitiv. Also die Bedeutung hat, und ich glaube auch in der Vergangenheit wussten alle. Also du kannst in viele Unternehmen reingehen und fragen, was ist euer Problem? Und 90% würden sagen Kommunikation. Und manche Unternehmen fragen mich, Herr Kwajan, was soll man machen? Sage ich, kommunizieren. Ganz einfach. Es ist halt so, dass viele glauben, wenn ich mit dir kommuniziere, sofort bist du meine Meinung. Das wäre eigentlich schade, weil die gigantische Möglichkeit ist, wenn wir unterschiedliche Meinungen sind, aber gelernt haben, gemeinsam an den Themen arbeiten, aktiv zuhören und zu Ergebnissen kommen, die keiner von uns im Kopf hat. Und das ist einfach diese Win-Win-Situation, dass wir schaffen und die Unterschiede, dass wir schaffen. Ich habe immer in meinen Schulungen ein wunderschönes Beispiel. Ich weiß nicht, ob du mal in Holland gefahren bist während der Tulpenzeit. Da kannst du kilometerlang fahren, guckst du auf der linken Seite von dem Autofenster raus und siehst du nur gelbe Tulpen. Am Anfang wunderschön. Nach einem Kilometer denkst du, ja, ist immer noch schön. Nach 2 Kilometern denkst du, ah, jetzt konnte auch rote Tulpen kommen. Und wir haben wirklich in Unternehmen einen unglaublichen Garten von unterschiedlichen Blumen, sage ich, unterschiedlichen Menschen, die jede von denen unglaubliche Fähigkeiten hat. Und wir können nur gemeinsam die Herausforderungen heute meistern. Wir müssen nur an unserer inneren Einstellung arbeiten und jeden Mensch zu Wort kommen lassen und gemeinsam mitnehmen. Und daher Thema Kommunikation hochaktiv. Was ich halt schade finde, aber davor noch kämpfe, ist, dass wir in solchen Veranstaltungen hier der Anteil von Soft-Skill-Vorträgen sehr wenig ist. Weil viele gehen in solche Veranstaltungen nur wegen technischer Thematiken. Ich freue mich, dass ich jedes Jahr sehr, sehr gute Feedback kriege und die sind dankbar, dass wir diesen Anteil auch haben. Und ich hoffe, dass wir schaffen, dass zukünftig auch noch der Anteil größer wird. Ali, vielen Dank für das Interview. Dankeschön. Gerne.